Okay, dann gucken wir doch mal, was uns hinter dieser tollen großen Tür erwartet. Oder der hohen Tür. Ich erwarte ja nichts Gutes. Es ist schon mal, sieht schon mal aus wie ein Raum, in dem. Womöglich sind wir nach über 1000 Götterläufen die Ersten, die diese Hallen betreten. Was hier für Schätze verborgen sein könnten. Naja, ich weiß nicht, was für Schätze hier verborgen sein könnten. Ich weiß auch nicht, was für Gefahren hier lauern könnten. Und vor allem müssten wir hier irgendwo da die Heilpflanze für Arthur finden. Und einen Dämon. Ich bin ja mal gespannt, ob es jetzt noch tiefer in diese Gruft hineingeht oder ob wir jetzt sozusagen Ja. weiter vor dem Ende sind. Das werden wir ja gleich sehen. Ja, ich weiß, ich habe vor vielleicht nicht mal 2 Minuten den Zwischenspeicherstand gemacht, aber trotzdem. Sowas macht mich immer etwas nervös. Zum Beispiel diese Skelettmeute hier. Was? Ja. Ei. Aber Maria! Achtung! mit Skeletten haben wir es ja bis jetzt schon oft genug aufgenommen. Dass wir. Komm, komm! Naja, das sind jetzt 4 gepanzerte Skelette, die dürften etwas stärker sein als die sonstigen Skelette. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem einigermaßen gut gegen sie ankommen dürften. Ja. Vorausgesetzt, Falcon stirbt uns nicht sofort weg. Fires, schieß mal auf den, damit der schneller gleich stirbt. Was? Vorgrim, ja, kann weiter auf den draufschlagen. Ich hab noch für einen Fulminictus, für den, der auf Quano geht. Ein Quano, ein gezielter Stich. Okay. Jetzt sind ja nur noch 2 übrig. Ja. Und der eine davon fast tot. Trotzdem macht mich die Musik gerade ein bisschen nervös. Ja. Feier es halt nochmal Vorgrim. Ja. Und dann haben wir das, glaube ich, auch geschafft. Gut. Gegen die Untoten kämpfen ist irgendwie leichter als gegen diese Amazonen. Aber naja, sind halt laufende Skelette. Was erwartet man da? So, hier sieht alles ziemlich kaputt und neblig aus. Das da hinten gefällt mir nicht so wirklich. Deswegen gucken wir erstmal hier hoch. Eine interessante Truhe. Okay. Ja, ich speichere hier vorsichtshalber nochmal und lasse dann Fyris die Falle an der Truhe entschärfen. Was misslungen ist. Deswegen sollte sie sich gleich mal selber heilen. Und Quano kann versuchen, die zu öffnen. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Ein Rezept für die. Was? Mit
diesem Rezept ist es möglich, aus dem schwächeren Heilsaft gegen die Folgen des Morgendornstrauchs das potente Gebräu herzustellen, mit dem man auch schon verwandelte Kreaturen kurieren kann. Herzustellen, da ein Heilmittel gegen Morgendorn, einer Raunen. Okay. Nochmal für die, die es vielleicht vergessen oder nicht mitgekriegt haben, weil es wirklich solche gibt, die mitten in meinem LP anfangen, schämt euch. Aber wir haben in dem Waldgebiet in der Nähe der Piraten so einen verfluchten Baum gefunden, der Kreaturen einfach in Sumpfranzen verwandelt, der sogar verstärkt wurde. Was wir jetzt gerade gefunden haben, war das Rezept fürs Gegengift, beziehungsweise das Gegengift selber. Auf dem Pergamentenzettel, der an das Heilmittel gebunden wurde, wird deutlich in verklausuliertem Alt-Bosparano, dass eine Heilung innerhalb von 7 Tagen möglich ist, wenn man sich am Morgendornstrauch angestreckt hat. Ah ja. Also ja, für einen normalen Morgendornstrauch reicht das Heilmittel, so wie es aussieht, aber für den Veränderten, den wir gefunden haben, brauchen wir wahrscheinlich das bessere Heilmittel. Aua. Skorpiongift und benommen. Ja? Balsam Salabunde. So, das Gift dürfte gleich abgeklungen sein. Jetzt bin ich tatsächlich in eine Falle gerannt. Was haben wir da? Zwei finstere Dämonenstatuen. Was steht denn dazu? Ich habe in den Ruinen zwei finstere Statuen gefunden, die sich wie Schwestern gleichen. Sie könnten der Grund für die wandelnden Tote und auch für die Albträume der Elfen sein. Ich sollte sie zerstören. Ja, hier kommen auf jeden Fall Skelette rausgerannt, deswegen... Na? Bei Angroschwart! Sollte ja. Ich Quano und Forgrim mal vorschicken. Was? Fyris kann Sanyasa auch helfen. Und ich versuche schon mal die Statuen zu zerstören. Aua. Na, ja. So einfach geht das dann doch wieder nicht. Hau mal auf das gepanzerte Skelett ein. Vorgrim, wirf mal Sternstaub. Nein, das ist Quano. Ich sollte mich ein bisschen mehr konzentrieren und die nicht dauernd durcheinander bringen. Das ist ja peinlich. Ja, also ich glaube, mit Fernkampfwaffen komme ich da nicht lange weit genug. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt ständig immer wieder Untote spawnen. Deswegen versuche ich jetzt mal mit Forgrim die direkt anzugreifen. Also sie scheinen doch Untote zu spawnen, aber ziemlich langsam. Was? Ja. Quano, hilf mal hier ein bisschen mit aus. So viel zum ziemlich langsam. Ich glaube, je mehr Schaden ich ihnen mache, desto mehr... Untote kommen raus. Nicht gut. Da ist ein Skelettmagier. Ja. Forgrim, du bist da nah genug dran. Hau ihn mal um.
Fairesheimer Guado. Das könnte jetzt ein bisschen ein interessanterer Kampf werden. Bolzen nachladen und auf das Skelett da einen Donnerkeil werfen. Fulminictus. Es kann wirklich eine Weile dauern, bis wir diese Statuen kaputt gemacht haben. Deswegen werde ich jetzt die ganze Zeit auf die Statuen schießen, auch welche nicht viel Schaden machen wird wahrscheinlich. Obwohl 6 Schaden, das geht. Kuano heilen. Ja. Nimm vorsichtshalber meinen Einbeersaft. Falken einen Wuchtschlag, auch wenn das Skelett wahrscheinlich eh gleich stirbt. Kuano kann mal kurz Sternstoff auf die Statue werfen. Und dann das Skelett angreifen, was mich angreift. Da steht schon wieder ein Skelett auf, aber ich bleib mal auf der Statue. Ja. Und lass lieber Kuano da auf dieses Skelett einen Sternstoff werfen. Und Volgrim sollte sich um das und den Skelettmagier da kümmern. Oh, die können sprechen. Iris sollte mir bald Statue zerstören helfen. Die hat immer noch über 300. Das kann wirklich eine Weile dauern. Korn und Sternenwurf. Vorgrim noch ein Wuchtschlag. Ja, das sind solche Ausdauermomente, wo man wirklich ordentlich lange Zeit durchhalten muss. Aber es dann mit nach und nach vielleicht nachlässt. Vor allem, wenn wir die erste Statue zerstört haben, dürfte da ja nichts mehr rauskommen. Vorgrim, fangen wir das böse Skelett ab, was mich umbringen will. Das ist gut. Was? Fairis sollte Vorgrim mal heilen. Ja. Kuano Sternstaub. Ah, da ist das Skelett schon mal zusammengebrochen. Komm schon! Ja. Lieber alle auf eine Statue erstmal. Auch wenn da schon wieder neue Skelette aufstehen.